Servus Leute, hier ist wieder Boompao und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skylines. Heute Brückenbau. Ich habe den Despawn letzte Folge eingeschaltet, weil scheinbar der Verkehr schon wieder überall kollabiert. Und ich bin mir nicht genau sicher, warum. Scheinbar wollen alle gerade dahin und hier hauen sie sich auch schon wieder. Habe ich euch nicht eigentlich erlaubt, überall in die Kreuzung einfahren zu dürfen? Weiß nicht, ob das so viel bringt, aber ich mache es jetzt einfach mal an. Vielleicht wollen sie dann irgendwann mal. Wer weiß. Vielleicht bringt es was. Mal gucken. Also, wir wollten ja Brücke bauen. Brücke bauen ist wichtig. Dazu gehört aber zunächst einmal, dass ich hier einen ordentlichen Steg baue. Und der Steg, den ich suche, der ist hier. Und dafür muss ich auf die Höhe hier. Dafür wird eine Küste benötigt. Okay, wir müssen erstmal Ebene. Gut, ich sehe schon. Das heißt, ich hätte es gerne auf dieser Höhe hier. Heilige Scheiße, das ist vielleicht doch ein bisschen hoch. Oder? Mal kurz mal hier entlang. Ist das ein bisschen hoch? Spiel, was sagst du? So. Ja, ist ein bisschen sehr hoch. Ich meine, ich krieg die Mauer zwar prinzipiell auf die Höhe, aber... Ja, doch. Doch, geht. Okay, passt. Dann, dann mache ich es prinzipiell mal auf die Höhe, die das Spiel mir jetzt gerade vorgeschlagen hat. Also, Tool hier, da. Ich würde gerne auf diese Höhe und jetzt verteilen. Zack, 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 zack. Jetzt kann ich ein größeres Tool nehmen. So, Dankeschön. Oh Gott, nein. Dann einmal die gesamte Küste entlang hier. Oh, ja gut. Ich meine, jetzt kann ich... Das ist das Schöne, wenn ich einfach eine große Ebene glätten will. Wenn mir die Erde ausgeht, kann ich einfach auf der anderen Seite ein bisschen weiter rein. So. Warum will ich das überhaupt? Ja, weil, keine Ahnung, ich glaube, es könnte ganz cool aussehen, wenn es alles so auf einer, wenn es alles so mit einem Kai entsprechend. Entsprechend da umrandet ist. Und das kann ich eben nur dann gewährleisten. Kann es sein, dass ich jetzt alles gerade wieder kaputt gemacht habe? Naja, wir werden es jetzt gleich sehen. Also, ich hätte gerne hier nochmal meine Kai-Linie, danke. So. Genau, bis da. Es ist jetzt alles wunderschön auf einer Linie. Ich kann jetzt auch gleichzeitig hergehen und sagen, alles was davor ist, kann abgesenkt werden. Das ist auch das Schöne an dieser Linie. So. Wir müssen auch irgendwann nochmal unsere große Gefängnisinsel machen. Alcatraz und so, ne? Wir haben jetzt zu viel Erde auf einmal wieder. Oh. Müssen wir sie wieder irgendwo loswerden. Oder müssten. Aber prinzipiell passt es jetzt erstmal so. Sehr schön. Das Gras wird jetzt nach und nach darüber wachsen. Nehme ich an. Oh. Upsala. Sorry. Du brauchst natürlich auch noch Strom, ne? Und Wasser wäre auch nicht so... Also eine Verbindung wäre auch nicht so schlecht, dass du auch Wasser pumpen kannst. Apropos, wir haben zu viel Meer, ne?
Erde. Wir könnten da tatsächlich ein bisschen nachhelfen. Ich wollte doch eh hier mehr Küste. Okay, nee, ich glaube, dafür muss ich echt erstmal das Tool verwenden. Oder warte mal. Ich kann auch so hoch gehen. Ha! Perfekt! Ah! Sehr schön, genau. So wollte ich das sehen. So und nicht anders. So eine schöne lange Küste. Perfekt. Hier nicht ganz so perfekt. Ah, jetzt hat. So, hier muss ich natürlich ein bisschen aufpassen und hier. Joa, ne? Machen wir es einfach so. Oh. Jetzt haben wir zwar mehr Küste, aber jetzt ist das hier ein trockener Steg. Auch gut. Dann halt nicht. Ah, mehr Sandstrand. So muss das sein. Genau. Aber jetzt haben wir immer noch keine Brücke gebaut. Okay, Leute. 1, 2, 3. Wir beginnen hier und ziehen das Ganze einmal darüber. Wo wollen wir denn hin? Wir wollen im Idealfall hier ankommen. Das kann man tatsächlich sogar schon so direkt bauen. Das will ich so direkt aber gar nicht bauen. Weil ich möchte das so eine kleine Schleife hoch machen. Zack. Schöne große Brücke. Sehr gut. Bitte Tag lassen, danke. Jetzt ist halt nur die Frage, wenn ich jetzt so runter baue. Okay, das heißt, jetzt komme ich da schon ein bisschen runter. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir nochmal halb. Da würde ich jetzt schon wieder hochgehen. Ich muss die jetzt erstmal verlagern. Nach darüber. Die muss ich eh noch irgendwo ganz woanders hin tun. Genau. Ich muss dann da rauskommen. So, weil ich meine, jetzt geht es ja hier wieder hoch. Aber ich möchte ja da dann prinzipiell mal runter. Da dann noch weiter runter. Noch weiter runter. Oh Gott. Hilfe! Don't do this! Ich möchte doch eigentlich nur. Warum? Hilfe! Nein, nicht so tief! Jetzt hat er im letzten Moment mir nochmal ultra viel Wasser dahin geschmissen. Oder weggenommen, besser gesagt. Pause. So. Und jetzt da rein. Wie Ort bereits belegt. Geh doch weg. So, ich möchte hier gerne mit so einer gerade raus. Beziehungsweise vielleicht sogar mit einer entsprechenden Brücke gleich. So. Und wenn ich jetzt hergehe und so mache, dann wird das steil. Oder so. Joa. Ich meine, kann man so machen. Vor allem mit dem grünen Fahrradstreifen sieht es tatsächlich auch mal nach ein bisschen was anderem aus.
Könnten wir da vielleicht sogar ein bisschen korrigieren und es noch ein bisschen enger gestalten? Ein bisschen mit Namen runter. Hier ein bisschen hoch. Hier vielleicht noch ein bisschen hoch. Ne? Ja, das geht schon, das geht schon, das geht schon. Okay, passt. Es ist zwar ein bisschen wubbelig, aber es geht noch klar. Okay, sehr gut. Ja, jetzt dann werden wir damit soweit mal durch. Jetzt hatte ich ja hier extra diese Landstraße entsprechend gelegt. Jetzt können wir genau dafür hier eben anschließen. Das heißt, ich würde gerne von hier einmal bis darüber gehen. Vielleicht sogar gleich ein bisschen runter. Ich meine, es wäre in der Hinsicht sogar gleich so ideal. So, dann gehen wir jetzt hier rein. Komplett runter. Leider Riphaus, Entschuldigung. Und gehen jetzt da runter. Perfekt. Genau das, was ich wollte. Und diese große Verlängerung endet jetzt in der Brücke, dass die Leute gleich darüber fahren können oder sogar einmal dahin zurück. Sehr schön. Jetzt fehlt nur noch ein letztes kleines Detail, und zwar die Monorail. Die Monorail muss entsprechend gestaltet sein. Ja, die große Frage ist halt jetzt nur, wenn ich die da oben schon so hoch baue, ich meine, ja gut, okay. Vielleicht schaffe ich es ja, also die schaffe ich tatsächlich sogar halbwegs so hoch zu bauen, wie die Straße. Das ist ganz cool sogar, dass die fast auf der gleichen Höhe fährt. Die Pfosten sind halt leider in Halbabstand, aber okay, gut, damit kann ich oder muss ich leben. Ja, jetzt ist da nur die Frage, wie ich mit der Höhe umgehe. Ich komme hier so halb schräg. Wenn ich jetzt hier... Oh Gott, ich muss ja quasi da lang, oder? Das sieht in der Tat ein bisschen komisch aus. So. Ja. Das ist zumindest mal ein Anfang. So. Jetzt muss ich irgendwie die Höhe erreichen. Aber ich denke mal, das ist relativ schnell erreicht, wenn ich mir das angucke. Ich brauche nochmal kurz die Straßenvorgaben. So. Ne. Ja. Und jetzt so hoch. Perfekt. Und die Monorail endet hier drüben dann. Ich mache an der Promenade hier, habe ich mir vorgestellt, ich könnte eigentlich zunächst einmal einen Weg machen. Aber neben dem Weg ist eine Straße. Mit dem hier. Mit einem Monorail-Bahnhof-Hub. Die werden dann wahrscheinlich sofort irgendwo in irgendwelche Tunnel reinfahren, aber das ist Zukunftsmusik.
Zumindest irgendwelche Zukunftsmusik. Ich muss da oben ansetzen und jetzt muss ich halt möglichst schnell, möglichst gut runter, ne? So und so rein, oder? Ja, das sieht ein bisschen blöd aus. Das heißt, ich muss zwar so rein, aber nach Möglichkeit... So. So. Oh jemini. Deswegen habe ich es ja eigentlich selber machen wollen. Damit sowas nicht passiert. Bitte halt die Straßenvorgaben wieder aus. So. Okay. Das sieht halbwegs gut aus. Doch, damit bin ich einverstanden. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt, weil es so einfach geht, oder beziehungsweise auch nicht, mache ich jetzt eine Stromleitung direkt hier unten durch. Wie Ort ist bereits... Du willst mich doch wohl veräppeln. Wieso kann ich da jetzt nicht diesen Platz darunter nutzen und einfach eine blöde Stromlinie drunter durchziehen? So, einmal komplett parallel, da hoch, dann hier an der Seite entlang, da rein. Dankeschön, du gehst erstmal aus, Intercity-Züge nicht erlauben. So. Vielen Dank fürs Zugucken, wir haben eine Brücke gebaut. Die braucht natürlich auch noch Namen. Wow. Entschuldigung. Damit natürlich sehr gerne rein in die Kommentare. Wir haben hier natürlich jetzt gerade ein Paradies gebaut. Heilige Makrele, das nenne ich doch mal eine Aussicht. Das nenne ich eine Aussicht. Ja, das war's. Ortschaften werden noch alle gebaut. Das kann wieder abgerissen werden. Bis zum nächsten Mal.